Und der Wohnbausprecher der ÖVP, Johann Singer, ist jetzt als Nächster am Weg zum Rednerpult. In der aktuell laufenden Debatte geht es um die Indexanpassung von Richtwert und Kategoriemieten, die um ein Jahr verschoben werden soll. Bundesministerin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben im vergangenen Jahr eine Reihe von neuen Gesetzen und eine Reihe von Gesetzesänderungen im Zuge der Covid-19-Pandemie beschlossen. Heute diskutieren wir ein weiteres in diesem Zusammenhang, nämlich das mietzinsrechtliche Pandemie-Folgengesetz, das für ein Jahr die vorgesehene Inflationsanpassung für Richtwertmieten und die Valorisierung des Kategoriemietzinses aussetzt. Nach diesem Jahr, am 1. April 2022, werden die Inflationsanpassungen wieder nachgeholt und dann kommt wieder entsprechend der bisherigen Rechtslage der Zwei-Jahres-Rhythmus bei den Richtwertmieten zum Tragen. Angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Belastungen, die die Covid-19-Pandemie für große Teile der österreichischen Bevölkerung bringt, soll es bei den Mietzinsen zu einer Erleichterung der Mieten kommen. Die Menschen durchleben derzeit eine durch die Corona-Krise mehr als herausfordernde Zeit. Vor allem auch Familien haben es schwer. Betroffen sind rund 1 Million Menschen oder 330.000 Haushalte. Und fairerweise, Kollege Eipeldauer hat das schon angesprochen, muss man klar sagen, dass nicht der Bund die Mindereinnahmen zu tragen hat, sondern die Vermieter. Und von Ihrer Seite wird diese Maßnahme natürlich kritisch gesehen. Und warum? Weil jede Medaille auch zwei Seiten hat. Die Mindereinnahmen bedeuten auch wenig Investitionen für die Erhaltung des Altbestandes und bedeuten auch weniger Rechtssicherheit, nachdem die gesetzliche Indexanpassung mit der heutigen Gesetzesvorlage ausgesetzt wird. Sehr geehrte Damen und Herren, die besondere Herausforderung in der Wohnpolitik ist, dass es gelingt, den benötigten Wohnraum zur Verfügung zu stellen zu können und das auch leistbar. Und das gelingt nur dann, wenn es eine Ausgewogenheit in den Bedingungen sowohl für jene, die Wohnraum schaffen, gibt, als auch für jene, die den Wohnraum nutzen. Und noch ein Wort zur Frau Kollegin Becher, die diese Gesetzeswertung als SPÖ-Initiative darstellt. Was ich nicht verstehe, ist, dass die SPÖ dort, wo sie die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen, nämlich bei der Stadt Wien, diese Aussetzung nicht zustande kam. Dort wäre die Möglichkeit gewesen, nicht nur zu fordern, sondern auch die Forderung in die Realität umsetzen zu lassen. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen der SPÖ, den Unterschied zwischen Schreiben, Reden und Tun und Handeln macht die Glaubwürdigkeit der Politik aus. Herzlichen Dank.